möchte einmal ein großer Star sein. Auf den großen Bühnen stehen wie ich. Jeder möchte mal den Applaus haben. So wie ich. So wie ich. Meine Damen, meine Herren, schauen Sie mich doch bitte einmal an. Vor Ihnen steht der Dr. Boogie, der ja alles singen kann. Der Bahnhof ist der Kampfplatz, da passt dann jeder auf. Der arme Schmiste kippt. Und darf ich Sie einen kleinen Moment stören? Kennen Sie die Hemsorfriede noch? Ja. Ja? Ja. Was hatten die gemacht hier im Hemshof? Ich glaube, die hat viel gute Laune hergebracht. Ja? Na, die war die Stimmungskanone an der Ecke. Ja. Da ich sie. Ja, die hat an Fasching immer da in Wirtschaften. Ja, ja, in Wirtschaften gesungen. Ne? Ja, ein Typ, ja. Original Hemshof, ja. Also ich würde sagen, sie hat gern gut gegessen, geliebt und Musik gemacht. Das ist irgendwie eine urische Frau, die halt Lieder singt im pfälzischen Dialekt, im Ludwigshafener Dialekt. Nee, habe ich nicht gekannt. Kennen Sie die Hemsorfriede? Die kennst du nicht, die kennst du auch. Nein? Nee. Dankeschön. Wir sind jetzt in der Gaststätte Rheinstrom. Sie sind die Besitzerin, Frau Fick. Sie kennen die Friedel, weil sie hier in der Kneipe lange gewesen ist. Also ich kenne sie schon seit 1958 ungefähr, da habe ich sie kennengelernt in verschiedenen Gaststätten, wo ich Zigaretten verkauft habe und Automaten gefüllt habe. Dann ist sie immer zu mir gekommen in die Baukantine, die Bauarbeiter wollten sie immer. Und wo die war, war halt immer Stimmung, das dürfen wir nicht vergessen, durch die haben wir viel Geld verdient, weil wo die war, und da sind die Arbeiter oder die Gäste gar nicht mehr fortgegangen. Die Hemsorfriede, die war lustig und ich habe gern ihr Gitter gehört, wo sie gespielt hat. Die hat gut Musik gemacht. Sie hat eine künstlerische Ader gehabt und ist ja aufgedreht im Fernsehen. Schallplatte haben wir noch von ihr. Ja, ja. Sie der lachende Sack. Und dann Hems of Boogie, original Hems of Boogie. Können Sie das? Ja, können Sie mal ein Stück ansingen? Ach, ne, jetzt nicht. Ja, versuchen Sie mal. Ja, das ist der Hems of Boogie, egal ob Camel oder Lugi. Das beste Lied, was er rausgebracht hat, das beste Lied, was er rausgebracht hat, ein Mädel kann man vergessen, eine Mutter vergisst man nie, war ja schönstes Lied. Was war denn das für ein Text? Haben Sie den Text noch ein bisschen im Ohr? Ach so, ein bisschen schön, ne? Ein Mädel kann man vergessen, eine Mutter vergisst man doch nie. Zwischen Genie und Irrsinn ist nur ein kleiner Schritt. Und talentierte Leute fallen viel leichter wie Sture, die Geld scheffeln und nicht mehr nach Menschen fragen. Die sind viel weniger gefährdet wie sensibel. Sie war übersensibel. Haben Sie? Die Hemsorfriede an für sich. War ein guter Mensch. Dann war sie mal in Freinsheim auf dem, wie nennt sich das, Hahnenfest. Da hat ein junges Paar hat ein Schwein gewonnen. Da haben sie ihr das geschenkt. Und die hat es mit ihm genommen ins Bett sogar, dass sie einen Hund hat sie dann doch erzählt, dass der Hund eifersüchtig war. Sie hat das Schwein zugedeckt. Und sie war die Stimmungskanone, war aber keine Hemshöferin gewesen. Irgendwie keine Ur-Hemshöferin, sie war ja aus Oberschlesien, die Friedel Kondratschik oder wie sie hieß. Nicht? Aber bloß hat sie eins gehabt, ihren Dialekt, wo sie gehabt hat, der hat nicht in der Hemshof gepasst. Das ist die Wahrheit. Denn die Hemshof-Friedel stammt von Halle an der Saale und nicht vom Hemshof. Sie hat es versucht
und sie hat auch einen Anklang voll. Aber die Friedlis war ja so, die sei uns heim in ihrer Wohnung und hat nichts mehr gehabt von sich selber. Dann hat sie ihre Wohnung geguckt und hat finanziert. Das hat ja gar niemand gehabt, da war halt eben Musik und die Leute, die in die Wirtschaft gegangen sind, das war ja Unterhaltung. Schon Spaß, sowieso ja, immer leer. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu ihr? Waren Sie eine Freundin oder? Nein, Freundin war ich nicht. Wie gesagt, die Leute wollten so und man hat es auch nicht lange anhören können. Es war ja kein Gesang, was die gehabt hat. Die hat ja richtig gekriegt. Ich habe noch mal eine andere Frage. Die hat ja sehr viel getrunken, die Hemsofriede. War ja ziemlich häufig auch betrunken, ne? Dann muss man mal fragen, warum das Gott, viel getrunken wird. Mir sagte, sie war betrunken. Ach, wenn sie von dem mal was gekriegt hat, von dem, was sie war, halt so betrunken war sie auch nicht, dass man sagen wollte. Und ich weiß, es ist ein armer Teufel gewesen. Und ein armer Teufel, dann tut man runter sitzen, solange das will. Ja, sie war also hat keine Kostfechterin. Alles, was flüssig war, hat sie gern genossen. War sie frech? Warum war sie frech? Oh, die hat ihr Maul nicht halten können. Ich habe sie ganz jung gekannt, nicht? Wie sie noch also ordentlich angezogen war. Aber später dann war sie wirklich kein Renommee mehr für uns. Gell? Lustig, fidel, mit viel Humor, aber nicht sauber. Was heißt nicht sauber? Kilo willst du probieren, die Orange? Nicht sauber. War nicht kultiviert. Ordinär. Ja, was soll man da noch sagen über die Hemsofrieden? Sachen, die ich kaum gesehen habe, schon gell, damals zum Wurstmarkt und so. Also es war ein bisschen, sie war ein bisschen ordinär. Gell. Ja, war es als oben bei uns. Ne? Wir hatten es auch bezahlt und hat alles gesungen. Achso, die ist sozusagen gekommen, um Auftritte zu machen, ja, bei Ihnen, ja? Ja, ja. Und die Gaststätte war voll? Ja, sie war voll, ja. Halt, aber nicht die Leute, wo wir uns dann doch gewünscht hätten. Ne? Was waren das denn für Leute, die gekommen sind? Ja, wie soll ich denn sagen? Meistens halt, wo ihr angepasst war, ne? Ja, sagen Sie es mal genauer. Zum Schluss immer Streit hat es gegeben. Und hier sagt man halt die Asoziale, ne? Es hat furchtbar verwahrlost gelebt. Heute hab ich eine große Durst, 2, 3, 4. Heute ist mir wieder alles furcht, 2, 3, 4. Oma bringt noch ein und her, 2, 3, 4. Denn die Gläser sind schon wieder leer. Schindrassa, Schindrassa, Hopsassa. Schindrassa, Schindrassa, Tralala. Schindrassa, Schindrassa, oh mein Gott. Heute sind wir wieder voll, voll, voll. Schindrassa, Schindrassa, Hopsassa. Schindrassa, Schindrassa, Tralala. Würden Sie sagen, die Hemsofriedel hat ein glückliches, zufriedenes Leben geführt? Ich glaube nicht, dass sie ganz mit ihrem Leben zufrieden war. Ich schätze nicht so, wenn sie was getrunken gehabt hat, hätte sie nicht so reagiert auf die anderen Menschen, verstehen Sie? Sie hat es nicht schön gehabt in ihrem Leben, die Wohnverhältnisse. Ja, wie waren die Wohnverhältnisse? Ein Zimmer. Ein Zimmer. Ein Zimmer mehr nicht. Sie konnte ihm dann doch leid tun. Wissen Sie, sie hat dann angefangen zu weinen. Ne? Und mir hat sie einmal ihre Probleme so erzählt, was sie so hat. Was waren so ihre größten Probleme? Ah ja, sie wurde halt viel ausgenutzt. Ich weiß nicht, sie sagte mir damals, sie hat einen Manager gehabt und der hat sie halt furchtbar ausgenutzt. Ne? Also die war sie nicht so glücklich oder zufrieden, ja? Ich würde sagen, glücklich. Wenn sie betrunken war, vielleicht. Wenn man die Wahrheit wissen wollen von der Hemsofriedel, dann sagen wir sie. Ich habe sie privat eingeladen, das war alles klar. Die hat jeden Scheiße mitgemacht. Ne? Ich kenne sie schon jahrelang, wo sie noch als Straßensänger, die hinterher marschiert ist. Wenn sie genug Geld hat, sind wir fast eher saufen mit ihr. Ne? Auch er hat sie neu gelegt. Ne? Die hat ihm dreimal versucht anzurufen. Die Platte, die sie rausgebracht hat, der Kerl von der Platte, ist gesund worden. Und die Friedel hat kein Penny Geld dafür gekriegt. Die Friedel mal verheiratet? Hat sie mal Familienleben gehabt? Nein. Friedel war nie verheiratet. Die Tochter hat sie so gekriegt, so viel mir in Erinnerung ist. Und die Tochter wollte nicht viel von ihr wissen. Die ist ja von hier weggezogen nach Berlin und die ist erst wiedergekommen, wie die Friedel, wie sie gehört hat, dass ihre Mutter gestorben ist. Da war sie hier auf der Beerdigung. Hat gedacht, sie könnte was ergattern, aber es waren nur ein paar Kupferpfennige waren im Zimmer. Gar nichts sonst. Die haben die auf dem Waschmarkt ist die zusammengebrochen, haben sie geholt.
weggenommen und die hat drei oder vier Tage Waschmack schon gespielt, hat keinen Penning im Sack, das gibt's noch nicht. Die geht auch fort, alles fort. Ist ja nur das Leben.